Was geht ab? Wir haben Freitag, den 18.08.23, glaube ich. Uhrzeit ist okay. Und mein YouTube-Kanal Banana TV hat 2040 Abonnenten. Ich habe es sogar gesehen, weil ich auf YouTube war, weil ich mir das Video, der Assis mit Herz, Reise bis hierhin, reingezogen habe, als ob ich es nicht schon 200 Millionen Mal im Schnitt gesehen habe. Aber ich habe es mir auch mal auf YouTube reingezogen nochmal, weil es sehr, sehr gut ankommt. Ja, 13.000 Klicks am ersten Tag, über 1.000 Likes, sensationell, sehr, sehr gut. Ich fordere alle Menschen, die das jetzt hier sehen, auch dazu auf, falls ihr es noch nicht kennt und nicht getan habt, direkt bei YouTube einzugehen. Macht mein Video aus, ist mir egal. Direkt jetzt wegschalten. Tippt ein, Assis mit Herz, Reise bis hierhin. Guckt euch das Video an. Eintracht-Song. Eintracht-Hymne. Eintracht-Hymne mit altverdienten Eintracht-Stars. Ja? Mit Chandler. Alle mit dabei. Mit den krassesten Fans der Welt. Wie immer Eintracht-Fans am Start gewesen beim Videodreh. Wunderbares Ding. Guckt es euch an. Teilt es. Macht Welle für die Jungs. Weil wenn das Video eine Million Klicks kriegt, dann kriege ich noch einen fetten Bonus. Also ey, macht es. Ja, aber nicht nur deswegen. Das ist ein krasses Ding. Es wird die Eintracht-Hymne. Wenn das Lied nicht die Eintracht-Hymne wird diese Saison, weiß ich auch nicht. Die Jungs müssten eigentlich steil gehen damit. Bei jedem Eintracht-Heimspiel müssten die auftreten damit. Das ist wirklich so. Wirklich. Gebt euch das. Checkt das ab, ja. So. Ansonsten, Eintracht Frankfurt heute. Nicht heute. Am Sonntag gegen Darmstadt. Ey, ich habe mir immer noch eine Frage, Mann. Ich habe bis jetzt immer noch kein Sky. Also ich habe letzte Saison, ich sage schon mal eine Sache. Ich habe mal Sky gemacht. Da hat es mich 20 Euro gekostet, 25 Euro gekostet irgendwas, ja. In letzter Saison haben die ganze Zeit so unterschwellig einfach leicht erhöht. Ich habe das nur so, ich habe es irgendwie zur Kenntnis genommen und verplant einfach, weil ich so viele Sachen verplant zu reagieren. Und habe es irgendwie hingenommen, dass ich immer 40 Euro im Monat nur für Sky gezahlt habe. Nur für die direkt Samstagsspiele. Wenn Eintracht international spielt, bringt mir samstags fast nichts, ja. Habe einfach gekündigt, weil ich gesagt habe, es ist genug. Es ist genug, also direkt brauche ich nicht, ja. Dann, ey, ich habe gekündigt. Direkt nach dem letzten Spieltag der letzten Saison. Ey, seitdem haben die mir von 40 Euro, was sie von mir verlangt haben, gehen die runter auf 37, auf 35, auf 30. Jetzt kriege ich nach Hause, die haben mich belegt. Ich habe noch nie wirklich so verzweifelt wie von Sky. Wurde mir nachtelefoniert, Briefe geschickt, E-Mails geschickt. Ich überlasse, ja. Wir sind jetzt bei 25 Euro mittlerweile, ja. Ohne Sky Go. Und Sky Go ist eigentlich für mich das Relevante, ja. Dass ich immer unterwegs bin, mit Eintracht spiele oder arbeite, ja. Jedenfalls, Katastrophe. Ich habe bis jetzt immer noch kein Dings. Aber was soll ich machen? Soll ich jetzt Sky machen? Aber die spielen nie samstags. Die spielen fast so von ersten 8 Spielen 5-mal am Sonntag, ja? Oder mache ich jetzt DAZN? Als Maulauto, ja? Oder mache ich jetzt DAZN für, die mir aber nur Freitag und Sonntag zeigen, Mann. Es ist so ein Bullshit. Das kriegen wir das nicht hin. Das ist einfach mal, du zahlst einmal Geld und zahlst nicht wenig Geld. Zahlst Geld und kannst einfach deine Mannschaft gucken. Ja, was ist das? Ja, und da teil noch das Freitagsspiel, das Samstagsspiel, das Sonntagsspiel. Und dann mach noch einen Anbieter, der dir samstags nur die 15.30 Uhr Spiele zeigt. Und mach noch einen Anbieter, der dir samstags nur das Topspiel zeigt. Und mach noch einen Anbieter, der am Sonntag für 3 verschiedene Spielzeiten, wenn es da gibt, oder 2, keine Ahnung, noch verschiedene. Also bitte, man kann es doch übertreiben. Das ist wirklich nervig, ja. Aber auf jeden Fall werde ich heute mich entscheiden müssen, was ich mache. Ich tendiere zu DAZN, muss ich einfach sagen. Weil ich sage auch ganz ehrlich, DAZN ist einfach viel gechillter und besser von der Bedienoberfläche. Du meldest dich an, überweist das Geld noch fertig und es funktioniert so intuitiv. Sky macht immer Probleme mit Software-Downloaden und der Player kackt ab und... Ach, gut, reden wir mal über Eintracht, ja. Aber heute muss ich es machen, aber... Ich tendiere zu DAZN, sagt mir gerne eure Meinung. Oder habt ihr Angebote oder Links, Rabattcodes, schickt mir das, wenn ihr das habt. Ja, also ansonsten, Eintracht gegen Darmstadt, jetzt am Sonntag, abends, das letzte Spiel, glaube ich, jetzt am Sonntag, oder? Ja, jedenfalls Darmstadt, ich habe mir das oft reingezogen mit Tipico letzte Spielzeit. Und Darmstadt war echt heftig, die haben echt richtig krassen Fußball gespielt und es war für mich immer eine sichere Bank. Habe sehr viele Scheine gewonnen wegen Darmstadt, weil ich eigentlich nur auf Darmstadt getippt habe in der zweiten Liga. Und sehr, sehr häufig haben die mir echt die Scheine gerettet und auch sehr gut gefallen, wie die gespielt haben. Sehr mutig, abwartend, geduldig. Aber souverän, die haben echt sehr, sehr gut gespielt in der zweiten Liga, ja, aber das ist die zweite Liga, ja, das kannst du natürlich nicht in der ersten machen, ja, deswegen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie so geduldigen, mutigen Angriffsfußball spielen werden wie in der zweiten Liga. Ich denke mal,
die werden mehr so abwartend spielen, hinten erstmal safe machen, weil direkt anzugreifen in der ersten Liga, ich weiß nicht, ich habe das den Pokalspiel nicht von denen gesehen, aber sie sind ja 3-0, glaube ich, rausgeflogen gegen Regionalligisten oder sowas. Ja, ich glaube, nach der Erfahrung erst recht werden die erstmal auf Sicherheit pochen. Keine Ahnung, was ein Wort da jetzt reinkommt. Ja. Sicher spielen wollen, hinten erstmal dicht machen und dann gucken, was vorne geht, vielleicht auf Konter spielen. Ja, und da muss Eintracht Frankfurt einfach dagegen halten. Ja, wie würde ich aufstellen bei der Eintracht? Trapp im Tor. Kannst du natürlich Hasebe bringen in der Verteidigung. Ist eigentlich da, wenn Darmstadt tief steht, ja, und nicht vorne Druck macht und angreift und dich unter Druck setzen möchte und die tiefer stehen und du eigentlich in der Hintermannschaft sehr viel Platz vor dir hast, dann ist Hasebe meiner Meinung nach die bessere Option, wenn er viel Feld vor sich hat, als Stratege da hinten, ja. Da würde ich Hasebe nehmen, ja, links Pacho, rechts Koch. So, würde ich aufstellen. Tuta wäre für mich eine andere Alternative für eher angreifendere Gegner, ja. So, rechts Buta. Ich weiß halt nicht, inwiefern fit Knauf ist oder inwiefern er sich da schon aufdrängen kann für die erste Elf. Links, ja, noch Max, sofern wir noch nichts verpflichtet haben für die linke Seite, was ein Upgrade wäre. Ja, seid halt nicht falsch verstehen, ich bin nicht unzufrieden mit Max, ja. Aber ich stehe halt voll auf Tempo, weil ich selbst der langsamste Mensch der Welt bin, ja. Stehe ich dann darauf, Tempo-Fußball zu sehen und ich glaube, Topmüller auch. Und das fehlt mir dann bei Max. Er kann vieles gut, aber Tempo gehört leider nicht dazu, ja. Dennoch spielt er bei mir jetzt erstmal. Skiri, ja, Alleinunterhalter im defensiven Mittelfeld, macht das auch brutal gut einfach. Also wirklich von, das war ein super Transfer, kämpferig, sehr, sehr gut, antizipiert die Bälle, kämpft, habe ich zweimal gesagt, kämpft, aber ich meine, erobert die Bälle, kann sie sehr gut verteilen, hat Ruhe am Ball, Übersicht, sieht das ganze Spiel, Mann, das ist wie ein Hasebe, nur vorne, ja, ich meine, Hasebe war auch mal ein Sechser, ja, ne, macht er sehr, sehr gut und vor ihm, ja, hat sich ja so festgespielt, ja, Ebimbe und Götze. War doch so, gell? Ja, genau, also 6, Ebimbe 8, Götze 10, ungefähr so, ja. Dann vorne im Sturm würde ich auch hier bringen, Kolomoani, solange er noch da ist, und Lindström, ja. Wow. Okay. Guck mal, seht ihr das? Nicht nur Tom Cruise macht seine eigenen Stunts selber, das war krass. Ja, Tom Cruise, steigt, also du kannst ja weiterhin von deinen Bergen da springen mit Fallschirm, ja, ich hatte gerade keinen Fallschirm, ja, wer ist ja der krasse Stuntman, ja, so, also, ja, Kolomoani, Lindström, beide vorne rein, erste Einwechselalternativen natürlich, Hauge in Topform, ja, und dann hast du halt Marmusch und, in Gang kam und Larsson, von dem ich sehr große Stücke halte, auch sehr gespannt bin, was er, komm, ich habe noch Zeit, ich kann noch eine Runde fahren, was er diese Saison anbieten wird und ob er sich schon irgendwann mal reinspielen kann in die erste Hälfte, bin ich sehr gespannt, aber haben gute Optionen, ich finde, unser Kader ist jetzt schon stärker und in der Spitze, aber auch in der Breite, hängt natürlich auch sehr davon ab, ob Kolo und Lindström noch gehen. Ja, wenn wir so spielen, kommen wir mal gleich nochmal zu Kolo, aber wenn wir so spielen, ja, müssen wir müssen das Spiel einfach gewinnen. Die werden passiv spielen, wir müssen aktiv spielen, wir müssen Druck machen, wir müssen geduldig bleiben, wie beim DFB-Pokal und unsere Torchancen werden kommen und werden sie nutzen müssen, ja, und wenn es nicht so läuft nach der ersten Hälfte, haben wir genug Munition auf der Bank, um es nochmal sehr, sehr interessant zu machen für die zweite Hälfte und dann, wer weiß, kommt Hauge rein und zündet wieder Motor? Was zündet der? Sein Feuerwerk, ja, und dann, ja, dann wird es auch gegen Darmstadt. Ich tippe auf ein 3-0. Souveräner 3-0 Heimsieg gegen Darmstadt. Das wird fett, ja. Und Tore. Kolo. Lindström ist so ein richtiger Kandidat für Darmstadt. Und ich habe so ein Gefühl, als Dina Ebimbe, der ist hungrig auf Tore. Nicht nur jetzt wegen dem DFB-Pokalspiel. Ich habe so ein Gefühl, ja. Ich sag auch Dina Ebimbe. Tor, ja, so, 3-0. So, jetzt zu Kolo Moani, um auf ihn zurückzukommen. Achso,
Ich wollte mein Auto ausmachen, dann drück jetzt fast auf Ding. Ich gehe stark davon aus, dass Kolo Muani uns verlassen wird. Warum? Ja, weil Paris braucht einen Stürmer. Ja, aber bei Mbappé kam jetzt die Wende, ja. Aber wenn man bedenkt, dass Kolo Muani so links offensiv spielen könnte, also linker Stürmer, und man sich so vor Augen führt, als Paris auch, du hast drei französische Nationalspieler, du hast drei französische Stürmer da vorne, Dembélé rechts, Mbappé in der Mitte und Kolo Muani links. Es ist, also früher gab es ja bei Barcelona Suarez, Messi und Neymar, die da vorne richtig heftig waren. Es gab schon oft Konstellationen im Weltfußball, die in die Geschichte eingehen werden und gegangen sind. Und das ist definitiv eine, die, von der man auch in aller Ewigkeit noch sprechen wird, denke ich mal. Mbappé, Dembélé und Kolo Muani. Das wäre eine fußballerische Atomwaffe, die Paris da zünden könnte. Ja, deswegen bin ich auch safe davon überzeugt, dass sie Kolo Muani holen werden, wenn sie wollen, weil Paris ist wie, also sogar einfacher als Bayern München, wenn die wollen. Bayern München kann ja schon jeden Spieler holen, wenn die wollen würden, ja. Die müssen aber in ihre eigenen Reserven gehen, aber die haben genug. Die können sich das schon gönnen, wenn die wollen würden, ja. Paris hat ein bisschen Starthilfe da aus Dubai. Ja, aus den Emiraten, Saudi-Arabien, irgendwo dort. Ist irgendein Scheich, der dem das Geld ein bisschen locker sitzt, ja, dem ist langweilig. Der will, kann er ein bisschen dabei bei Paris da investieren, ja. So. Und ja, wenn wir bei fest darauf bestehen, auf auf 100 Millionen, dann wird Paris das auch zahlen. Weil Paris hat ganz andere Summen gezahlt für ganz andere Spieler, ja. Und dann gibt es ja jetzt die Diskussion. Kolo Muani für 100 Millionen abgeben oder nicht? Erstmal, wie wahrscheinlich ist, dass er wechselt? Es ist sehr wahrscheinlich, ja. Für Kolo Muani ist es auch so. Der hat sich bei Frankfurt jetzt natürlich hochgespielt. Er ist bestimmt Frankfurt auch irgendwo dankbar. Und so, aber was für einen Bezug hat er für Frankfurt? Das war von Anfang an nur ein Sprungbrett für ihn. Er kam umsonst. Und wir haben die Möglichkeit, für 100 Millionen ihn ziehen zu lassen, ja. Er will sicherlich weg. Ja, er verdient einfach das Fünffache, Zehnfache, was weiß ich was. Kann Champions League spielen, gewinnen, Paris. Ja, wobei mit dieser Sturmreihe, Paris ist immer eine Wundertüte. In der Champions League ist es nie so erfolgreich. Aber egal, der wird französischer Meister, wird besser für die Nationalspielerkarriere und was weiß ich und so weiter. Deswegen gehe ich davon aus, dass er will, ja. Ja, jetzt muss Paris 100 Millionen zahlen und ich denke, die werden das auch machen. Ja, wenn die wirklich wollen, dann werden die es auch machen. Und jetzt immer die Frage, ey, soll man die 100 Millionen annehmen und Kolo Muani ist weg oder soll er bleiben, ja? Ich denke auch oft darüber nach und ich denke einfach mittlerweile, so gern ich ihn hier habe, es wäre grob fahrlässig, die 100 Millionen nicht zu nehmen, ja? Man kann auch die Meinung vertreten, dass es grob fahrlässig wäre, ihn ziehen zu lassen, ohne adäquaten Ersatz schon am Start zu haben, ja? Ja? Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber man darf, also man lässt sich ja sehr leicht blenden. Ja, 100 Millionen. Man denkt immer so, aber 100 Millionen in England ist doch der für 100 gewechselt und nach Spanien ist der für 100, 120 gewechselt, 130, 140, so hin und her. Ja, erstens, so viele sind es noch nicht gewesen, die über 100 gewechselt sind, ja, jemals in der Fußballgeschichte. Einige waren schon dabei und dann denkt man sich so, ja, die Schwelle ist sehr einfach, so 100 Millionen. Ihr dürft nicht vergessen, das ist 100 Millionen, das ist schon 2 Monate Arbeit für mich, ja. Und 100 Millionen ist heftig, ja, und nur weil es mal so, man hört es dort und dort ist es passiert und dort ist. Das ist so die eigene Hemmschwelle, die sinkt. 100 Millionen, denkt man sich, ja, easy. Hat man ja jeden Tag, ja. Nein, 100 Millionen sind 100 Millionen. Was 100 Millionen für einen Verein wie Eintracht Frankfurt bedeutet, das ist unglaublich, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Umsatz wir insgesamt die letzten Jahre hatten. Da, lass mich jetzt lügen, ich weiß nicht, 300 Millionen, war das irgendwie so umsatzmäßig? 100 Millionen, 300 Millionen, 400 Millionen, so um den Dreh und dann wären 100 Millionen alleine, so, zack, drinne, kassiert, ja. Es ist der absolute Wahnsinn, was das für eine Summe ist, ja. Und dann, ihr müsst es auch mal so sehen, es gibt auch das Argument, dass Kolo Muani ja noch ein Jahr hier spielt oder ist er ja nicht wertlos, ja, den kann man selbst dann noch verkaufen, ja, aber, ey, ihr müsst es so sehen wie, ich weiß, es gibt die sportliche Seite, ja, aber ich bin der Meinung, mit 100 Millionen musst du, wenn du Profis am Werk hast, in der Lage sein, adäquaten Ersatz zu holen, ja, und du wirst sehr, sehr viel noch übrig haben müssen, ja, deswegen mache ich mir keine Sorgen, was das angeht, ja. Klar gibt es immer ein Risiko, aber das Risiko ist genauso da, wenn er hier bleibt, ja. Er kann sich verletzen, er kann das machen, er kann unmotiviert sein, er kann Abtüren schieben, er kann eine Formkrise erleiden. Es gibt so viele Faktoren, die auch dafür sorgen können, dass Kolo Muani nicht mehr so performt wie davor, ja. So, und deswegen denke ich, mit 100 Millionen wirst du in der Lage sein, ihn adäquat zu ersetzen. Punkt. Ja, da muss man nicht diskutieren. 100 Millionen reicht. Für 100 Millionen kannst du, wenn du bedenkst, dass Kolo Muani umsonst gekommen ist, kannst du dir für 100 Millionen 100 Kolo Muanis irgendwie aus dem Hut zaubern, ja, wenn du möchtest, ja, wenn du gutes Scouting hast, so, ja, so, Punkt.
Und man muss das so sehen, wie wenn du investierst. Ey, du hast den für nichts geholt. Umsonst. Ja, Handgeld, 5 Millionen, was es da von die Rede war, das beiseite. So ablösemäßig null. Jetzt 100 Millionen, wenn es zustande kommt. Krass. 100 Millionen. Bam. Hast einfach 100 Millionen Gewinn gemacht. Ja, unglaublich. Ja. So, jetzt spielt der noch eine Saison bei dir. Jetzt. Er ist jetzt schon der Topscorer der Liga gewesen und war auch nicht gerade sehr weit weg von den als Top-Torschütze der Liga. Ja. Und das ist schon 100 Millionen. Das ist 100 Millionen. Man darf nicht vergessen, 100 Millionen ist eine unglaublich hohe Summe. Ja. Wie viel besser muss er noch performen, um den Wert von 100 Millionen noch zu steigern, ja? Wie krass kann er noch abliefern? Soll er Torschützenkönig werden und wieder, oder er spielt eine ähnliche Saison mit ähnlich stabilen Werten? Das ist geil. Das bestätigt, dass er das Geld wert ist, dass er krass ist, dass er super, ja? Aber wie viel Platz ist noch nach oben? Also, 100 Millionen, wenn du das kriegst, musst du das nehmen. Oder du spekulierst, dass er noch krasser spielt und dann holst du vielleicht 110 Millionen raus, 120 Millionen, ja. Irgendwann ist auch die Luft raus nach oben. Ja, klar gab es Transfers wie Neymar für 200 Millionen der ein oder andere ist noch für 150 gewechselt, aber so viel Spielraum ist wirklich nicht mehr da nach oben, ja. Wie viel kann er abliefern in einer Saison, dass jetzt der Nächste kommt und sagt, ich zahle dich 150 Millionen, ja. Das ist schon ein bisschen, es wird unrealistisch, ja, je weiter hoch es geht. Das muss auch jemand bezahlen erstmal. Und zweitens muss er auch performen, um das abzuliefern. Das ist schon schwer genug und ein Risiko ohne Ende. Ja? Und was kann eher passieren, was nicht unwahrscheinlicher ist, was ich nicht heraufbeschwören möchte, ja? Aber wenn er nicht so performt wie das Jahr zuvor, wenn er irgendwie eine Verletzung erleidet, länger ausfällt, wenn formtief, Pech, einfach, er trifft nicht, Pech. Abgelenkt, Eintracht spielt, er spielt vielleicht noch gut, aber Eintracht spielt vielleicht, wer weiß, um Gottes Willen, toi, 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 auf Holz klopfen, ja. Eintracht, bei denen läuft es nicht und dadurch läuft es bei ihm nicht und er kann nicht sich so präsentieren und zeigen und, ey, und was passiert dann? Dann kriegst du ganz schnell von 100 Millionen, kriegst du ganz schnell vielleicht sagen die, ja, aber die Saison ist scheiße, ihr könnt froh sein, wenn ihr noch 60 kriegt, für ihn, was ja auch unmenschlich viel Geld ist, ja. Versteht ihr? Das Risiko, dass aus 100 Millionen viel, viel erheblich weniger werden, ist viel, viel größer, als dass er nochmal so unglaublich göttlich performt, dass aus 100 Millionen 150 werden oder signifikant mehr, ja. Und wenn man bedenkt, was Eintracht Frankfurt mit 100 Millionen als anstellen könnte, theoretisch, wirklich theoretisch, könntest du für 50 Millionen entweder alles in ein Superspiel, in ein Cyborg von einem Spieler reinbuttern oder das nochmal verteilen auf, du könntest dich links verbessern, noch rechts verbessern, du könntest noch da verbessern und noch für 20 Millionen für einen guten Stürmer ausgeben, ja, und hättest immer noch 50 Millionen. Ich rechne jetzt nicht mit Steuern, was man da absetzen kann, steuerlich nicht, dies, das ist nicht meine Baustelle, ja, aber du könntest doch die anderen 50 Millionen einfach mal im Verein schön aufs Festgeldkonto oder da ein bisschen Nachwuchsleistungszentrum, da ein bisschen aufpeppen. Also für den Verein, das würde den Lichtjahre nach vorne bringen, ja. Wir haben ja immer geträumt, dass wir Champions League erreichen, dass wir Startgeld 20 Millionen kriegen und da und dies nach einer erfolgreichen für uns Champions League Saison letztes Jahr sind vielleicht 30 Millionen, 40 Millionen dazugekommen. Super. 100 Millionen ist so wie 2 Jahre am Stück, 3 Jahre am Stück Champions League zu spielen, ja. Das ist also das bringt dich auf ein neues Level. Ganz einfach. Deswegen muss man es meiner Meinung nach machen. Ja? Klar, du weißt, was du an ihm hast, wenn er bleibt. Aber meiner Meinung nach weiß ich mehr, was ich an 100 Millionen habe, als wenn ich ihn habe. Es ist einfach so. Ganz einfach. Ja? Und ich traue Krösche und unseren Leuten im Verein zu, dass sie mit 100 Millionen uns sehr, sehr gut vorbereiten können auf die nächste Saison mit einem Stürmer. Wenn Lindström auch noch gehen sollte. Also, dass sie uns einen fertigen Kader zusammenstellen, der wirklich super in der Lage dazu ist, um Platz 6 mitzuspielen. Also 6 bis 1, ja. So sehe ich das, ja. Gerne könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen. Ich muss jetzt leider auch los. Ja, ansonsten gegen Darmstadt wird natürlich geil. Wir werden gewinnen. Auftaktsieg 3-0. Steht in Stein schon gemeißelt, weil ich es gerade erzählt habe. Gebt euch das Video der Assis mit Herz. Reise bis hierhin. Ja. Und dann sehen wir uns nach dem Spiel. Und wenn euch langweilig ist, ja, dann kommentiert hier dieses Video zu, drückt diese Like-Knöpfe und dann ist es gut, ja, weil dann kriege ich Geld von YouTube und ich liebe Geld. Ja, und das gefällt mir, wenn ich Geld kriege, ja. So, ganz einfach. Ja, so. Boah, Sommergrippe, ich hasse diesen Dreck. Okay, tschüss jetzt.